Umfangreiche Sanierungsarbeiten wurden seitens des Schulträgers in den vergangenen Jahren in der Realschule Plus in Cochem durchgeführt. Insgesamt 3,6 Millionen Euro wurden für die energetische Sanierung des Gebäudes, den Brandschutz oder die Erneuerung der Klassenräume ausgegeben. Und das Ergebnis kann sich sehen lassen, obwohl noch nicht alle Maßnahmen abgeschlossen sind. Das meinte auch Landrat Manfred Schnur, der sich heute den neuen Chemieraum bei einem Besuch an der Schule anschaute. Die 9. Klasse demonstrierte dem Kreischef, wie innovativ sie während ihres Unterrichts experimentieren können, etwa zum Thema Wasserstoff, durch den bei einem Versuch ein Modellauto angetrieben wurde. Schüler Janus Schifferdecker, 14 Jahre aus Büschel, erläuterte Schnur das Experiment. Ist die Solarzelle, hier wird durch Licht Energie hergestellt, dann wird die hier in die Brennstoffzelle weitergeleitet. Mhm. Aus der Brennstoffzelle wird halt aus Wasser einmal Wasserstoff und einmal Sauerstoff hergestellt. Hier ist halt doppelt so viel Wasserstoff wie Sauerstoff, weil auch das Verhältnis 2:1 ist. Und durch die Brennstoffzelle wird halt Energie hergestellt. Die wird dann zum Motor weitergeleitet und den kann man dann auch anschalten und dann fährt das Auto auch. Und das Abfallprodukt ist halt nur Wasser und das ist halt wieder verwertbar. Also ist eigentlich halt auch gut für die Umwelt. Für den Landrat, der heute die Schulbank drückte, war das mehr als interessant, wie er im Gespräch mit dem Wochenspiegel erläuterte. Neben einem guten baulichen Zustand unserer Schulen, auch energetischen Zustand, ist unser großes Augenmerk auch im Inneren der Schule auf den Bereich der Naturwissenschaften und den einzelnen Räumen, Fachräumen dazu, um den Kindern mit guten Räumen die Chance zu geben, Begeisterung zu wecken für die Naturwissenschaften, ein Bereich, den wir in unserer Gesellschaft brauchen, aber wie wir hier auch jetzt sehen konnten, mit dem Thema Wasserstoff, Brennstoffzelle, sich einem Bereich widmen, der für uns die Zukunft darstellt. Und ich glaube, das ist schon eine große Anerkennung auch an unsere Schulen und an die Lehrkräfte, dass sie sich diesem Thema auch dann so stellen und auch den Kindern den versuchen, ja, Freude an dem Fach, aber auch gutes Wissen für die Zukunft zu vermitteln. Ideale Voraussetzungen also für die 660 Schüler, die an der Realschule Plus und der gemeinsamen Orientierungsstufe mit dem Gymnasium hier von 45 Lehrerinnen und Lehrern unterrichtet werden. Das sorgt auch bei den Lehrern für Zufriedenheit, wie Vera Feiden berichtet. Als Fachlehrerin der Realschule Plus Cochem bin ich sehr froh, dass wir diese Möglichkeiten erhalten, zum Beispiel mit Apple TV, mit den iPads arbeiten zu können, sodass die Kinder an einzelnen Stationen Lernvideos erstellen können, die sie dann in der Klasse gemeinsam anschauen können und die Möglichkeiten der Gas- und Stromversorgung, also um Experimente direkt am Platz durchführen zu können, auch verschiedenartige Experimente, haben wir mit dem neuen System eine sehr flexible Lösung bekommen, die also wirklich seinesgleichen hier sucht. Und nicht nur Chemieexperimente wurden von den Schülern heute demonstriert, sondern auch ein Projekt vorgestellt, bei dem es um das Schiff Polarstern geht, das die Auswirkungen des Klimawandels am Nordpol erforscht. Auch dies faszinierte Landrat Schnur, der sich bereits seit vielen Jahren mit innovativen Projekten für unser Klima einsetzt. Es dreht sich alles um den Ersatz fossiler Brennstoffe, dem Erzeugen von CO2, Feinstaub und, um möglicherweise die Klimaerwärmung nicht, 2 Grad ist ja schon viel zu viel, es war mal ein 1-Grad-Ziel, aber das haben wir schon längst aufgegeben, werden wir nie mehr erreichen. Zumindest nicht, da müssen wir jetzt heute sofort aufhören, dann könnten wir vielleicht noch kurz das machen. Aber damit künftig der Polarstern hier nicht im freien Wasser schwimmt, müssen wir was tun. Die großen Investitionen sorgen aber auch bei Schulleiter Christian Etzkorn für Zufriedenheit. Als Realschule freuen wir uns natürlich sehr, dass der Kreis hier in den letzten Jahren große Summen investiert hat, um einen modernen und zukunftsorientierten Unterricht unseren Schülern anbieten zu können. Insbesondere im Bereich der Naturwissenschaften wurde jetzt alles auf den neuesten Stand gebracht. Wir sind also wirklich jetzt auf einen Schlag, kann man sagen, ins 21. Jahrhundert katapultiert worden. Das heißt, die Vernetzung naturwissenschaftlicher Anforderungen plus Digitalisierung stehen im Fokus unserer Schulentwicklung, dass also Schüler ihre klassischen Experimente natürlich durchführen können, aber auch zeitgleich im Rahmen der Digitalisierung
befähigt werden, die Endgeräte zu nutzen und alle Möglichkeiten dort auszuschöpfen, was sie nachher in ihrem Berufsleben natürlich unbedingt brauchen. Also wir wollen also wirklich hier anschlussfähiges Wissen vermitteln. Wir wissen, es ist alles ständig im Fluss. Was heute halt eben im Bereich der Digitalisierung gilt, ist morgen schon überholt. Aber die Schüler sollen in die Lage versetzt werden, also anschlussfähiges Wissen hier zu erwerben, dass sie auch mit den technischen Fortschritten einfach mitgehen können und auch eine gewisse Unbefangenheit hier dann erwerben.